Servus Leute und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Eagle, und ich bin ein bisschen verkühlt, man hört das wahrscheinlich. Dafür bitte ich schon mal im Voraus um Entschuldigung. Das Ganze ist jetzt hier auch nur ein kleines Infovideo. Ich wollte nämlich noch ein bisschen was loswerden. Ich werde mich jetzt nämlich ab morgen in die Weihnachts-Silvesterpause zurückziehen. Da bin ich dann bei meiner Familie, werde da halt das Fest und die Silvesterfeier verbringen und habe in der Zeit zum einen weder das technische Equipment da noch die Zeit übrig, um jetzt da tatsächlich neue Videos für euch zu basteln. Aber keine Sorge, ich habe mir schon entsprechend die Tickets besorgt. Also ab dem 6., 7. Januar sollte ich dann wieder in der Lage sein, zumindest mal nachzuschauen, was sich denn wieder alles so getan hat, ob es sich lohnt, tatsächlich wieder ein Video zu machen. Denn ich habe eigentlich nach einem Aufhänger für das heutige Video gesucht, ob es noch irgendetwas gibt, was ich nebenbei behandeln könnte. Aber ich musste, ja, zu einer gewissen Enttäuschung, aber auch gleichzeitiger Freude feststellen, es hat sich gar nicht so viel Bullshit ereignet, dass ich jetzt großartig ein Video dazu machen könnte. Also, ich meine, mal abgesehen davon, dass in Frankreich die Proteste ungebrochen weitergehen und die Gelbwesten schon ein sehr heißes Wochenende angekündigt haben, sonst ist ja nicht viel passiert. Die GDL, habe ich noch gesehen, hat wieder die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn platzen lassen. Das heißt, für die armen Schweine, die auf die Bahn angewiesen sind, wird es wieder sehr, sehr lustig, wenn die Streiks dann wieder gerade zur Weihnachtszeit jetzt dann möglicherweise losgehen. Also, da können wir uns auch auf sehr gemütliche Zeiten einstellen. Aber insgesamt habe ich einfach kein wirkliches Thema gefunden, wo ich jetzt sagen könnte, da füllst du jetzt mal irgendwie 5 bis 10 Minuten mit und ansonsten machst du da irgendwie deine Infos rein. Also wird das jetzt ein reines Infovideo, da muss ich gar nicht allzu viel sagen. Also ich werde jetzt die nächsten 2,5 Wochen oder was das ist, werde ich keine Videos hochladen können. Einfach keine Zeit, keine Technik da. Sonst, ja, was habe ich mir fürs neue Jahr vorgenommen? Kann ich an der Stelle ja eigentlich auch gleich mal sagen. Also ich werde jetzt erst einmal dann mich an die Erstellung eines neuen Kanaltrailers setzen. Der alte Kanaltrailer ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 2,5 Jahre oder was alt und damit natürlich hoffnungslos veraltet, Entschuldigung. Ah, verdammter Hals, ich hasse das. Aber gut, insgesamt kommt da also was Neues, aber auch für meine Rundflugvideos, für meinen politischen Content kommt ein neues Intro. Da werde ich mich mal auch ransetzen, um das zu machen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das sofort im Januar dann alles fertig ist. Es dauert natürlich alles und da ich ja gleichzeitig auch noch eine Bachelorarbeit schreiben muss, bin ich da auch zeitlich relativ gut eingespannt. Ich werde halt weiterhin mir die üblichen Verdächtigen der Funkfrettchen angucken, aber auch das politische Tagesgeschehen. Und wenn sich da ab und zu mal was ergibt, werde ich mich da entsprechend draufstürzen, um euch zu unterhalten und um meinen Beitrag in diesem politisch doch sehr, sehr aktiven YouTube-Jargon zu leisten. Insgesamt würde ich sagen, gibt es an der Stelle nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt wo ich aktuell das Video aufnehme, sind wir ja sehr, sehr nahe bei den 600 Abonnenten. Dafür möchte ich mich natürlich an dieser Stelle in aller Form bedanken. All diejenigen, die in den letzten Wochen dazugekommen sind, das ist wirklich sehr großartig zu sehen, dass es viele Leute gibt, die offensichtlich diese Art von Content feiern und das motiviert auch gewaltig zum Weitermachen. Also keine Sorge Leute, jetzt wenn die nächsten paar Wochen nichts kommt, ich habe euch den Grund ja genannt, ich höre nicht auf, sondern das kommt dann halt im nächsten Jahr entsprechend weiter. Aber keine Sorge, ich habe ja auch bei meinen Eltern Internet und werde zumindest mal schauen, wie oder was sich da in YouTube Deutschland oder generell auf der Welt so ereignet. Und ich werde mir eine kleine Liste machen über den ganzen Bullshit, der die nächsten Wochen vielleicht noch so ins Internet geblasen wird und werde dann diese Videos wahrscheinlich nach und nach abarbeiten. Also da kann es dann sein, wenn zum Beispiel jetzt Moritz Neumeier wieder seinen geistigen Dünnschiss zum Besten gibt und ich jetzt nicht unmittelbar darauf antworten kann, dann kommt das halt 2 Wochen später, was soll's, macht ja nichts. Aber okay, an dieser Stelle war's das von meiner Seite. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, möge das Jahr 2019 für euch alle von Erfolg gekrönt sein. Und ja, ansonsten freue ich mich aufs nächste Jahr mit euch, bleibt mir gewogen. Und ja, wenn ihr mal Themenvorschläge habt oder Videos, wo ihr sagt, alter Eagle, die musst du dir angucken, dann haut das gerne auch in die Kommentare. Ich lese mir die Kommentare ja immer durch, bin offen für alles, für Vorschläge. Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle sehen wir uns dann im nächsten Jahr. Und macht's gut, Freunde. Passt auf euch auf. Servus und ciao.